war so richtig gemütlich warm. Meine Wolle lag friedlich in mir, in einem Arm. Ich konnte gerade noch so still vor mir hin. Da kitzelt mir doch plötzlich weit am Kinn. Ich fang mir uns langsam mit Kieken an. Da ging der Kater mir doch auch schon an. Ich schwung, dann liegt der Preis schon fett auf meiner Wolle drauf mitten im Bett. Moin. Auch schon los, meine Olle, die zählt jetzt fürchterlich. Defekt, der Kater aber rührt sich nicht. Jetzt stößt du mit seiner Schnauze an. Hey Alter, steh auf, jetzt ist Fressen dran. Mühsam quäl ich mir raus aus dem Bett und stolpere erstmal über ein volles Tablett. Guten Morgen. Ich sag, hey Alter, wo kommst du denn her? Er sagt, ich komm von der Feuerwehr. Stimmt, ist mir alle nicht richtig geheuer. Vielleicht gibt's ja irgendwo doch ein Feuer. Vielleicht gibt's ja irgendwo doch ein Feuer. Ich schalt mal kurz meine Riecher an. Da merk ich auch schon, da kugelt was an. Ein Sport zum Herd direkt aus dem Bett. Die Schrippen sehen nur noch aus wie Brikett. Guten Morgen. Jetzt macht doch der Kater noch einen auf Pack. Zerklappert die Schirr, den Rumpf auf den Schrank. Ich öffne das Fenster, ich seh nur noch Qualm. Am liebsten wär ich weit weg auf einer Alm. Grüße miteinander, guten Morgen. Ich schon die Axt an der Tür. Ich schrei, ich brauch keine Hilfe mehr hier. Die Bullen aber wollen sich selbst überzeugen. Da muss ich mir wohl der Obrigkeit beugen. Morgen. 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 Ich schrei, hey, warte, ich mach euch schon auf mit dem linken Fuß. Steck auf meiner Unterhose drauf. Mit dem rechten rutsch ich aus auf einer leeren Flasche Bier. Da sind sie auch schon durch die Wohnungstür. Morgen. Da liegt nun da ganz nackt wie am Meer und vor mich der Chef von der Feuerwehr. Er kippt mir an, als wäre ich ein Geist. Vor lauter Aufregung ist mir ganz heiß. Ich wickel mir ein Handtuch um meine Blöße, damit ich nicht gegen Jugend und Sinn verstoße. Dann richte ich mir auf, wie sich das so hier hört und frage ihn, ob ihn noch irgendwas stört. Ist was? Der Mann wird ganz rot unter seinem Hut. Gleich explodiert er, hoffentlich der Dude. Das heißt, er gebe ich ihm zu verstehen. Er kann seine Jungs nehmen und nach Hause gehen. Ich rufe ihn noch nach, es ist alles vorbei. Zum Frühstück esse ich gerne Brikett mit Ei.